Hallo und herzlich willkommen bei DVS-TV. Alle drei Jahre wieder ist es soweit. Dann öffnet nämlich hier in Düsseldorf die weltweit wichtigste Messe für Kunststoff und Kautschuk ihre Pforten. Für circa eine Woche werden hier Maschinenbauer, Rohstoffproduzenten und Verarbeiter den Fachbesuchern ihre neuesten Produkte präsentieren. Und ich schaue mich jetzt für Sie um nach fügetechnischen Innovationen. Wir sind auf der K 2013 und erfahren jetzt Neues zum Thema Kunststoffschweißtechnik. Und bei mir ist Ralf Lenk von Frank. Und jetzt möchte ich natürlich ganz gerne mal wissen, was gibt es denn so Neues an Ihrem Stand? Wir haben unter anderem uns ein bisschen auf die Großrohrtechnik hier ein bisschen spezialisiert und wollen ein neues Schweißgerät zum Schweißen von Großrohren, im Speziellen von Heizwendelschweißmuffen zeigen. Dieses ermöglicht halt ein Tandem-Schweißverfahren. Was uns natürlich auch ein bisschen eine zeitliche Ersparnis dann später ist für den Anwender draußen beim Verlegen und Verschweißen im Pipeline-Bau von Kunststoffrohrleitungen bis zu 1,40 Meter, 1,60 Meter, wo ja heute der Trend hingeht. Apropos Trend, was glauben Sie, was sind jetzt so die nächsten Trends in den nächsten zwei, drei Jahren? Also ich denke, dass wir immer mehr Anwendungen im Bereich des Großrohrs sehen werden. Deswegen richten wir uns da auch im Werkzeugbereich, Maschinenbereich auch da so ein bisschen hin aus. Im kleinen Bereich sind wir eigentlich oder ist der Markt sehr gut aufgestellt. Also muss man auch mal neue Wege gehen und auch den Rohren und den Formteilen gerecht werden und auch die Maschinen und Geräte anzubieten. Ja. Was erhoffen Sie sich denn jetzt von der K 2013? Natürlich neue Kontakte, gerade was im Ausland, Exportkontakte. Kann man auch sehen, dass wir sehr viele Ansprechpartner gerade aus dem Ausland haben. Und da sehen wir natürlich auch ein bisschen Zukunftsmärkte. Ich bin hier auf dem Stand von Leister Technologies und bei mir ist Roland von A. Ich möchte jetzt ein bisschen was über das Portfolio erfahren. Hallo, Herr von A. Schönen guten Tag. Ja, die Firma Leister ist ein Schweizer Unternehmen. Wir sind 60 Jahre schon im Geschäft. Wir stellen Kunststoffschweißgeräte her. Unter anderem dann haben wir auch Einbaugeräte für den Verpackungsbereich. Und seit über 15 Jahren haben wir auch Laserschweißgeräte für den Automobilbereich, Automotive-Bereich. Wir sind in über 120 Ländern präsent mit Vertriebspartnern. Wir sind zusätzlich auch in China vertreten, in Japan, in Indien, in den USA, also mit eigenen Firmen, wo wir auch dann den Vertrieb so selbstständig abhandeln. Also breit aufgestellt. Was ist denn das Messe-Highlight jetzt hier auf dem Stand? Das Messe-Highlight, da stehen wir gerade vor dem Produkt. Das ist der neue Handschweißextruder Wellplus S1. Hat 0,8 Kilogramm Ausstoß, man kann das Produkt mit einer Hand bedienen, ist sehr leicht zu bedienen für Ecken, für Orte, wo man schwer Zugang hat, ist es ein optimaler Begleiter bei der täglichen Schweißarbeit. Auf der K 2013 ist auch das Unternehmen Vidos vertreten und bei mir ist jetzt Michael Dommer und Sie können unseren Zuschauern bestimmt erklären, wofür Vidos genau steht. Vidos steht für Kunststoffschweißmaschinen von der kleinsten Dimension bis zur größten Dimension, also 20 mm Durchmesser bis 2,60 m im Moment und wir stehen für Service, Qualität und After-Sales-Service, also Nachhaltigkeit für Maschinentechnik, made in Germany. Jetzt habe ich eben schon erfahren, dass es drei Messe-Highlights gibt hier auf dem Stand. Und vor einem stehen wir jetzt. Was ist das genau? Das ist eine Sägetechnik, die ganz neu ist. Man kennt es aus dem Baumfällen oder von der Handarbeit mit der Kettensäge. Sehr einfache Drinarbeit, die wir auch für Kunststoffrohre verwenden. Schnell, zackig, effektiv. Messe-Highlight Nummer zwei, ein Heizelement.
ein spezielles Heizelement, das dem Arbeiter erleichtert. Es wiegt um die Hälfte, was man vorher mit zwei Mann bedienen sollte. Wenn man nicht in die Muckibude geht, kann man jetzt hier arbeiten, ein Rohr bis 36 mm mit sehr einfachen Handgriffen, Ein-Mann-Show. Last but not least, das dritte Messe-Highlight hier bei Vidos, eine Werkstattmaschine. Eine Werkstattmaschine, die wir im Bereich bis DH315 für Rohre- und Formteilproduktion einsetzen, wo ich weltweit mit einer Maschine alle Dimensionen bzw. alle Parameter einspeisen kann. Ich brauche keine unterschiedlichen Parameter mehr. Auch Röchling ist auf der CART 2013 vertreten und bei mir ist jetzt Thomas Schür. Vielleicht ein paar kurze Worte zum Portfolio von Röchling. Ja, die Firma Röchling ist Anbieter von Halbzeugen und Fertigteilen aus thermoplastischen und duroplastischen Kunststoffen. Und die stellen wir hier schwerpunktmäßig eben aus. Speziell in diesem Jahr Produkte, die in enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden über die letzten 3 Jahre seit der letzten CART entstanden sind. Jetzt sehen wir hier ja auch schon ein kleines Highlight, ne? Was ist das denn? Richtig, das ist eine Oberflächenschutzauskleidung für eine Zinkelektrolyseanlage, die wir mit unserem Kunden Steuler KCH zusammen gemacht haben. Die Firma Steuler stellt speziell diese Oberflächenschutzsysteme für chemische Anlagen her und die waren auf der Suche nach einem Material, das in dieser Anwendung eingesetzt werden kann. Das Spezielle ist, dass hier hochaggressive Chemikalien zum Einsatz kommen, die herkömmliche Kunststoffe, die bisher eingesetzt wurden, angreifen. Und hier haben wir eine spezielle Rezeptur entwickelt, die sowohl spannungsrissbeständig als auch beständig gegenüber oxidativem Angriff ist. Und das haben wir eben hier mit dem Kunden zusammen entwickelt und das funktioniert sehr gut in dieser Anwendung. Jetzt haben Sie ja auch einen wirklich sehr, sehr schönen Stand. Was erhoffen Sie sich denn von der CART? Von der CART-Messe erhoffen wir uns auch in Zusammenarbeit mit unseren Kunden weiter an neuen, innovativen Produkten, Anwendungen zu arbeiten. Um weiterführend auf dem Gebiet der thermoplastischen Kunststoffe einfach auch zu sein. Ja. Das war's mit Neuigkeiten von der CART 2013 hier in Düsseldorf. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und wir sehen uns dann demnächst wieder. Bis dahin eine gute Zeit und tschüss.